Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Jörg Mikier. Heute vor 15 Jahren schlossen sich Ungarn und weitere neuen Länder der Europäischen Union an. Anlässlich des Jubiläums lud der polnische Premier die Regierungschefs der betroffenen Länder bzw. der seitdem beigetretenen Staaten wie Rumänien, Bulgarien und Kroatien nach Warschau ein. Nach dem Gipfel sagte der ungarische Premier in einer Videobotschaft auf seiner Social-Media-Seite, dank der harten Arbeit der mitteleuropäischen Bürger habe man die Chancen der EU-Mitgliedschaft nutzen können. Er fügte hinzu, dies würde man auch in Zukunft fortsetzen wollen. Dazu wäre die Verteidigung Europas und der nationalen und christlichen Kultur erforderlich. Bezüglich der Frage der Migration gäbe es keine gemeinsame europäische Lösung. Aus diesem Grund sollten Brüssel, die Kommission und das Europäische Parlament aus dem Weg gehen. Darüber sprach Viktor Orban in einem Interview in der italienischen Tageszeitung La Stampa. Er sagte, Matteo Salvini sei die wichtigste Person in Europa. Der italienische Innenminister reist morgen nach Ungarn. Die wichtigste Frage, mit der wir durch die Geschichte konfrontiert würden, sei die Migration, sagte Viktor Orban in einem Interview in der italienischen Tageszeitung La Stampa, welches auch auf der Website der ministerelle.hu veröffentlicht wurde. Der Regierungschef sagte, die Italiener möchten die Migranten loswerden und unter den anderen Mitgliedstaaten verteilen, und daraufhin erfände Brüssel eine Ideologie, die Solidarität genannt wurde. Der Regierungschef fügte hinzu, bezüglich der Frage der Migration gäbe es keine gemeinsame europäische Lösung. Aus diesem Grund sollten Brüssel, die Kommission und das Europäische Parlament aus dem Weg gehen. Über Matteo Salvini, den italienischen Innenminister, der am Donnerstag nach Ungarn reist, sagte er, er sei die wichtigste Person in Europa, ein Held, der die Migration an der Seegrenze als erster stoppte. Ungarn verteidigte währenddessen die Landgrenzen. Er führte aus, sie beide würde die gleiche Schicksalsgemeinschaft verbinden, da alle beide wegen Migration angegriffen werden. Viktor Orban sprach auch darüber, dass die Europäische Volkspartei kurz davor stehe, einen Selbstmord zu begehen, da sie versucht, eine Verbindung mit den linksliberalen Akteuren herzustellen. Tatsache sei, dass wir erfolglos seien und es immer weniger EVP-Ministerpräsidenten in Europa gebe und diese würden immer weniger Mandate bekommen, ergänzte der Premier. Viktor Orban hob hervor, die EVP sollte mit den europäischen Rechtskonservativen kooperieren und der Premier würde ebenso befürworten, dass sich die EVP in Richtung der Salvini-Formation öffne. Der Regierungschef erklärte im Interview, er teile die Auffassung nicht, dass der westliche Multikulturalismus eine Entwicklung darstellen würde. Ungarn würde hingegen auf seine Identität nicht verzichten wollen und würde die Rolle des Christentums bei der Erhaltung der Nation anerkennen. Zum 1. Mai wurden landesweit mehrere hundert Veranstaltungen organisiert. Karusselfahren, Wurstimbiss und Live-Musik erwarteten die Besucher. Zehntausende von Familien verbrachten diesen milden Frühlingstag bei verschiedenen Programmen im Freien. Im Freizeitpark von Kecskemét herrschte reges Treiben. Für Groß und Klein wurde anlässlich der Maifeier Unterhaltung geboten. Für die kleinen Gäste wurde eine Hüpfburg und ein Trampolin aufgebaut. Die Tapfersten versuchten sich am Karussell. Die Organisatoren haben auch die Erwachsenen nicht vergessen. Es gibt ganz abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel Marmeladenbrotwettessen, Schorlen- und Biertrinkwettbewerbe, sagte ein Besucher. Besucher mit weniger Spielaffinität wurden von der Tanzgruppe Kecskemét nach Kolotosek verführt. Neben der Bühne sorgten Stelzenläufer für gute Stimmung. An guter Laune mangelte es auch in der Hauptstadt nicht. Im Erzsébet-Naherholungsgebiet wurden die kleinen Gäste mit traditionellem Holzspielzeug, Handarbeitsveranstaltungen und Geschicklichkeitswettbewerben unterhalten. Viele Familien nutzten den Feiertag, um aus den vier Wänden rauszukommen. Der 1. Mai ist ohne süße Leckereien unvorstellbar. Vor der Zuckerwattenbude standen die Menschen den ganzen Tag über Schlange. Mancherorts spielte die Nostalgie die Hauptrolle. Im Skonsern von Szentendre konnte man in ein Robur, in einen original ostdeutschen Bus einsteigen. Oder man machte Fotos in zeitgenössischen Outfits. Sogar die Skipiste von Eppling wurde heute in einen Vergnügungspark umgewandelt. Diejenigen, die aktive Entspannung suchen, können im Bocoin-Gebirge das ganze Jahr über mehrere Wanderwege erkunden. Das warme Frühlingswetter und die Sonnenstrahlen lockten viele Familien ans Wasser. In Balatonalmádi konnte man sich am Strand beim Töpfern ausprobieren. Vor kurzem wurde das Thermalbad in Szolokoros offiziell eröffnet. Der Kurpark wurde kürzlich fertiggestellt. Außerdem erwarten mehrere Außenbecken die Besucher.
Der Indoor-Bereich bietet ebenso außergewöhnliche Erlebnisse. Kinderland auf 400 Quadratmeter, 60 unterschiedliche Wasserspektakel und Pools auf mehreren Etagen sorgen für Familienspaß pur. Der Startschuss für die 60. Saison im Erlebnispark von Debrecen ist gefallen. 21 Fahrgeschäfte auf 17 Hektar erwarten die Interessierten. Der einzige Erlebnispark Ungarns öffnete ihre Pforten auch 1960 an diesem Tag. Diverse Spiele sind seither in Betrieb. Jedes Jahr kommen aber auch Neuheiten dazu. Diese werden am Kindertag eingeweiht. Sie sahen die deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Schauen Sie uns morgen wieder zur gleichen Zeit zu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.